Hallo, ich bin Michelle, 23 Jahre alt und wohne zurzeit in Bochum bei meinen Eltern. Aber morgen ziehe ich aus und ziehe nach Amsterdam, um meinen Erasmus anzutreten. Und ich bin gespannt, wie es wird. Hi, wir sind Melanie und Jonas. Ich bin 18, er ist 19. Und wir sind zusammen in unsere erste gemeinsame Wohnung gezogen. Melanie, Jonas und Michelle machen sich auf in das Abenteuer erste eigene Wohnung. Viele Herausforderungen, Höhen und Tiefen warten auf sie. Wir begleiten die drei 5 spannende Monate lang. Ende Januar. Michelle auf dem Campus der Ruhr-Uni Bochum. Heute ist der letzte Unitag. Also heute habe ich noch Kurse bis 20 Uhr. Immer noch einen Workshop mit DramaturgInnen. Michelle studiert Theaterwissenschaft. Ihr Schwerpunkt liegt auf moderner Oper. Ihre Dozentin ist gleichzeitig die Erasmus-Koordinatorin. Also vielleicht sprechen Sie wieder zuerst in kleinen Gruppen und dann tragen Sie... Die Bewerbung ist jetzt schon etwas über ein Jahr her und ich studiere erst seit 1,5 Jahren. Wann hat man noch mal die Möglichkeit, für ein halbes Jahr straight im Ausland zu sein? Und ich glaube, bei Erasmus ist es auch relativ easy. Hallo. Wohnung ist geritzt. Ich hoffe, ich kriege morgen meinen Schlüssel. Ich weiß zwar immer noch nicht von wo, aber irgendwo werde ich da schon antanzen. Okay. Dann wünsche ich dir eine gute Reise, ein total tolles Erasmus-Abenteuer. Danke, ich werde auf jeden Fall berichten. Ja, bitte. Nimm alles an Erfahrungen mit, was du kriegen kannst. Mach ich. Jetzt heißt es Goodbye Uni Bochum. Auf dem Rückweg wird Michelle ganz sentimental und weiß, sie wird was vermissen. Auf jeden Fall meine Freunde und Familie, also so das komplette Umfeld. Und wahrscheinlich sogar auch die Routine, die ich hier habe, also so Uni-Alltag. Aber das werde ich da ja auch haben und ich denke, ich werde mich da schnell einleben. Deswegen wird das wohl eher weniger sein, was ich vermissen werde. Michelle hätte am liebsten direkt nach dem Abi Theaterwissenschaft studiert. Ihre Eltern wollten aber, dass sie zuerst etwas Ordentliches macht. Eine Ausbildung zur Informatikkauffrau. Weil ich habe gesagt, wenn das mit der Uni nicht passt oder nicht klappt oder warum auch immer, hat sie wenigstens was in der Tasche. Und das war mir wichtig. Michelle hielt die Ausbildung durch, auch wenn es nicht ihr Traumjob war. Also vorher war es super monoton, überhaupt nicht abwechslungsreich. Und jetzt ist es halt das komplette Gegenteil. Und ja, es macht auf jeden Fall deutlich mehr Spaß. Stundenlang lernt sie. Also ich sehe sie kaum. Wenn sie zu Hause ist, sehe ich sie kaum. Und wenn ich dann mal hochgehe, störe mich nicht, ich bin am Lernen. Ne? Okay, lass dich in Ruhe. Natürlich bin ich stolz. Mein einziges Kind und sie geht ihren Weg und das macht mich stolz, klar. Ja, jetzt kommen gleich die Tränen. Melanie und Jonas haben sich im vergangenen Sommer bei der Grünen Jugend kennengelernt. Wir sind ja am 30. November zusammengekommen, hatten wir vor, waren wir ganz gut befreundet. Und dann war es halt so, dass halt er an dem Abend dann bei mir war und dann haben wir uns halt geküsst und dann am nächsten Tag so, okay, ich schlafe jetzt bei dir und dann so, okay, ich schlafe bei dir und dann, ja, haben wir halt immer übernachtet beieinander. Seit 4 Monaten war ich nicht einmal mehr allein. Und wie fühlt sich das an? Erstmal ungewohnt, weil ich bin ja ein Einzelgänger eher für mich gewesen. Und dann jeden Tag einen Menschen da zu haben, war erstmal so, huh, schafft man das denn überhaupt? Ist das denn nicht zu viel? Aber es macht Spaß, ich fühle mich wohl. Ich hatte vorher noch nie eine Beziehung deswegen, aber das passt einfach mit Jonas und mir. Ja, wir haben halt in unseren Zimmern an sich gewohnt. Wir haben quasi in einer Einzimmer-WG in unserem Elternhaus gewohnt. Ja, wir sind runter zum Essen. Also wenn überhaupt und haben halt uns schnell was gekocht in der Küche bei den jeweiligen Eltern, sind dann nach oben gehuscht und haben da halt den ganzen Tag im Bett eigentlich verbracht und haben geschlafen oder haben Fernsehen geguckt. Während ich früh aufstehe und abends müde bin,
werden die halt abends erst wach. Na, ich meine, die Melanie könnte um 8 das Kochen anfangen und das Backen oder um 10. Und da ist für mich dann natürlich Feierabend. Und das ist natürlich dann so in einem eigenen Haushalt ein bisschen schwierig. Also es war nicht schlimm, es war halt nervig, weil man natürlich nicht den Freiraum hat, den man jetzt zum Beispiel in der eigenen Wohnung hat. Es war halt beispielsweise bei der Küche, dann gab es immer wieder manchmal Probleme. Wenn ich dann morgens um 5 Uhr vergessen habe, das Geschirr zu machen, dann gab es da einen großen Geschiss, weil es schlimm war. Und ja, man denkt sich da halt nichts bei, wenn man mal was vergessen hat, passiert. Aber es wurde dann so, als ob man es gezielt macht. Und das war dann anstrengend. Dann gab es auch noch manchmal bei ihr zu Hause natürlich, bei ihr dann Kabelei. Und es war dann immer unangenehm, weil man sich nicht so frei entfalten konnte, wie man es wollte. Es klappt halt auf Dauer auch nicht. Wir sind ja selbst jetzt erwachsene Personen und dann, wenn so viele aufeinander wohnen, die aber vom Charakter auch ganz unterschiedlich sind. Und dann erwarten, dass du dann noch dich wie ein Kind benimmst, wenn dann irgendwas gesagt wird und dann dich entschuldigst. Also es ist halt dann, was irgendwann hat es nicht mehr funktioniert bei uns. Jonas arbeitet momentan im Würzburger Juliusspital im Hol- und Bringdienst. Ab September wird er noch mal die Schulbank drücken, um sein Abitur nachzumachen. Melanie studiert an der Uni Würzburg Biologie. Dennoch wollen sie hier nicht wohnen. Zu teuer. Sie schauen sich nach einer Wohnung im benachbarten Schweinfurt um und nehmen dafür 45 Minuten Bahnfahrt in Kauf. Wir haben uns in Schweinfurt bei diesem Stadtwerk-Dings angemeldet für die Immobilien. Wir haben ganz viele Leute angeschrieben und dann hat halt der Vormieter uns geantwortet und hat uns erst zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Wir haben uns schon gefreut, dachten so cool, eine 4-Zimmer-Wohnung. Und dann sind wir in die zweite Runde gekommen und haben uns mit der Vermieterin unterhalten. Da hatte ich dann ehrlich gesagt voll das schlechte Gefühl, weil ich dachte, oh, das wird nichts. Weil sie meinte, jetzt hat noch zwei andere eingeladen. Dazu noch mit Kindern. Ja, dann dachten wir, die bekommen bestimmt die Wohnung. Ja. Aber dann hat sie angerufen und gesagt, dass wir die Wohnung haben können. 450 Euro kalt für geräumige 4 Zimmer. Ein echtes Schnäppchen. Wir haben gute Neuigkeiten. Unsere Vermieterin hat uns unseren Mietvertrag, den wir ungefähr vor 1,5 Wochen unterschrieben haben, zugesandt. Hier ist er in diesem Umschlag. Das heißt, dass wir nochmal schwarz auf weiß haben, dass wir in diese Wohnung einziehen dürfen. Da freuen wir uns natürlich drüber. In Bochum steigt die Spannung. Heute geht's los nach Amsterdam. Ein bisschen aufgeregt. Ich mehr wie Sie wahrscheinlich. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich eher, als dass ich aufgeregt bin. Ich glaube, es wird ganz cool. Also ich freue mich auch für Sie mit, ne? Aber es wird schon komisch werden hier so alleine. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass ich meinen Schlüssel kriege. Meine größte Herausforderung ist, wenn ich heute Abend nach Hause komme und keiner da ist, der mich nervt. Ne? Aber ich denke mal, dann telefonieren wir dann noch öfter. Schaffst du schon? Muss ich. Das werden wir schon hinkriegen. Das Loslassen ist nicht einfach. Sie ist das einzigste Kind und bin das nicht gewohnt, dass sie so lange weg ist. Also wird schon komisch werden. Wenn der Frühling kommt, dann schick ich dir Tulpen aus Amsterdam. Wenn ich wiederkomm, dann bring ich dir Tulpen aus Amsterdam. Ach, war das schön. Und dann ist es endlich soweit. Michelles Sachen passen tatsächlich alle in den Kofferraum. Sie braucht nicht viel, denn ihr Zimmer ist möbliert. Ihre Tante und deren Mann werden Michelle und ihre Mutter nach Amsterdam begleiten. Michelles neues Zuhause liegt am Stadtrand von Amsterdam und ist gar nicht so leicht zu finden. Aber ich bin jetzt mal gespannt auf dein Zimmer. Voll. Gibt's keine 100er-Nummern? Doch, da. Doch, in so einem Container. Das hier. Ja, 100 bis 212. Da ist mein Briefkasten. Hast du schon gesehen? Stand da dein Name drauf? Ja. Ja. Angekommen.
Ja, Michelle. In so einem Container, erste Etage. Jo. Na ja. Ich bin mal schick. Gespannt. Ich glaube, ich habe erste Etage. Da oder da? Da. Hier. Stolze 600 Euro warm pro Monat kostet das Zimmer im Studentenwohnheim. Dafür hat sie im letzten Jahr Geld gespart. Zum Leben bleibt nicht mehr viel. Aber sie ist in Amsterdam. Hier. Da, wo keine Fußmatte ist. Wow. Oh, wow. Ja, siehst du. Sieht da gut aus. Okay, einmal aus dem Fenster gucken. Diese 12 Quadratmeter sind ihr Zuhause für die nächsten 6 Monate. Aussicht ist nicht ganz so schön, aber sonst ist ganz cool. Ich freue mich. Für eine Person reicht das. Nee, jetzt. Ich denke schon, die macht das schon. Kriegt sie hin. Oder? Willst du wieder mit nach Hause? Nee, fahr mal ruhig. Die wird auch keinen Heimweg kriegen. Ne? Denke ich auch nicht. Sag ich doch. Hat dich noch nie. Hauptsache weg von zu Hause, ne? Jetzt ist hier noch alles kalt und grau. Michelle kennt noch niemanden. Aber Montag fängt die Uni an und bald kommt der Frühling. Dann könnten sich alle Träume erfüllen. Sechs Wochen sind vergangen, der Frühling ist da und mit ihm Corona. Nun ist tatsächlich alles anders, nur nicht so wie von Michelle erhofft. Social Distancing ist angesagt, auch bei Melanie und Jonas, die kurz vor ihrem Umzug stehen. Wir können uns nur noch per Skype unterhalten. Jetzt kommt sowas dazwischen, das hätte man nicht erwartet. Das muss ja natürlich uns passieren. Natürlich. Toll. Hm. Wir haben Kontaktsperre, also man muss halt, wie in Deutschland auch, 1,5 Meter Abstand halten. Mhm. Man darf halt auch nur, wenn, glaube ich, zu zweit raus. Ich würde halt schon die ganze Zeit gerne draußen sein und auch mit den Leuten, die ich hier kennengelernt habe, irgendwie chillen oder irgendwas anderes Cooles machen. Aber es ist halt trotzdem eine Empfehlung, dass man gar nicht rausgehen soll, um das halt einzudämmen. Also haben wir Angst, dass sich der Umzug um Wochen verschiebt. Ja. Dann hab ich halt Angst, dass dass wenn ich zum Beispiel Corona bekommen würde, dass ich längere Zeit wegfallen würde. Und das wiederum kann bedeuten, dass ich halt weniger Geld irgendwann bekomme. Also ich bleib halt zu Hause, um mich und andere zu schützen. Aber es macht mir auch keine Angst oder so oder Sorgen. Wo ich halt so ein bisschen Bedenken habe, ist wegen meinen Großeltern oder wegen meinem Dad zum Beispiel, weil die fallen halt schon unter die Risikogruppe. Aber bis jetzt geht's noch allen gut. Jonas und Melanie filmen für uns die Renovierung ihrer neuen Wohnung und auch den Umzug. Fangen wir jetzt mal an. Heute ist der Umzug. Wir haben die letzte Nacht jetzt bei Melanie geschlafen. Ohne Bett, nur noch mit Matratze. Genau, bei mir ist schon alles raus. Genau. Das haben wir gestern Abend noch gemacht. Und jetzt packen wir noch schnell das Bett ein, gehen auf Frühstücken, dann holen wir den Umzugswagen und dann geht's los. Ende April dürfen wir die beiden zum ersten Mal wieder besuchen. Es gibt immer noch eine Menge zu tun. Ach, guck mal, unsere Weihnachtspullis. Und dann kommt die erste Beziehungsprobe. Ein Regal zusammenbauen. So. Guck mal, es klappt doch. Ja, natürlich klappt es. Oh mein Gott, du kannst das. So. Ist ja auch meine Aufgabe. Nein, ist es nicht. Ich kann auch bohren. Ja, klar. Nicht das. Ich hab rausgebohrt. Raus? Raus. So, jetzt sieht man das Loch nicht mehr. Doch. So. Ich könnte es auch alleine schleppen. So ist es nicht, du ekliger Macho. Und
und in Amsterdam? Michelle nimmt den Lockdown sehr ernst und schließt sich in ihrem Zimmer ein. Die ersten 3 Wochen war ich komplett hier drin. Ohne Einkaufen, ohne rausgehen, ohne alles. Und ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. 3 Wochen in einem umgebauten Container. Ich war, glaube ich, des Öfteren kurz davor, einfach wahnsinnig zu werden. Ich glaube, ich bin mir selbst ziemlich auf die Nerven gegangen. Habe versucht, mich von mir selbst abzulenken. Also ich habe auf jeden Fall jegliches Zeitgefühl verloren. Also ich weiß super oft nicht, welcher Tag ist, welches Datum. Michelle freute sich eigentlich auf ein aufregendes Studentenleben und viele neue Freunde. Doch jetzt studiert sie von ihrem Zimmer aus. So dadurch, dass meine Online-Kurse auch immer erst nachmittags anfangen, brauche ich mir halt auch keinen Wecker stellen, was dann auch irgendwie dazu führt, dass ich nicht darauf achte, wann ich ins Bett gehe. Aber das macht mit dem Zeitgefühl schon was. Also es ist im Moment nicht so gut. 3 Wochen in absoluter Isolation. Ja, ich habe halt gedacht, wenn das alle machen würden, dann wäre es vielleicht schon vorbei. Also ich weiß wirklich nicht, wie ich das geschafft habe. Aber irgendwie hat es funktioniert. Auch Melanie hat sich das Zusammenleben mit Jonas anders vorgestellt. Sie ist jetzt viel alleine zu Hause, weil Jonas tagsüber arbeiten geht. Wie bei Michelle spielt sich ihr Studium jetzt online von zu Hause aus ab. Am ersten Tag, ich glaube am ersten Tag, das war irgendwie nicht so cool. Die schreibt mich jeden Tag an. Ja, da war ich voll traurig, da habe ich ihn so sehr vermisst, dass ich weinen musste. Aber es lag ja daran, nicht, dass ich ihn vermisst habe, sondern einfach, weil es so komisch war, weil ich den ersten Tag dann übernachtet hatte. Und dann war ich dann halt 12 Stunden hier alleine und dann war ich halt schon einmal einkaufen, aber irgendwas ist dann auch voll ätzend langweilig. Die Hausarbeit bleibt größtenteils an Melanie hängen. Also man kann eigentlich schon sagen, dass ich mehr Haushalt habe. Sieht aber eigentlich daran, dass ich ja mehr hier bin. Jonas muss ja meistens spätestens um 6 weg und kommt dann um 17 Uhr, 18 Uhr zurück. Und dann kann ich schon verstehen, dass er keinen Bock mehr hat, hier das zu spülen. Aber irgendwann sind die 12 Stunden auch vorbei. Und Jonas ist endlich zu Hause. Gut, weißt du, wie es war? Ich finde, diese Nudeln sehen auch schon aus, wie schon mal gegessen. Ich kann das essen, weil ich habe Hunger. Oh ja, das ist schön. Die erste Wohnung. Keine Eltern mehr, die nerven. Endlich viel Freiraum. Die Regeln bestimmen ab sofort sie selbst. Putzen. Einmal pro Tag die Küche kehren und der Dreck darf nicht in das andere Territorium des anderen geschmissen werden. Da sind wir drauf gekommen, weil wir einmal die Situation hatten, dass hier alles lag, also alles Geschirr, was wir überhaupt besitzen. Und wir keinen Bock hatten, es wegzuputzen. Und da dachten wir uns ja, okay, vielleicht sind die Regeln ja ganz gut. Bevor irgendwas kommt. Wir machen ja auch, die Regeln sind so, wie wir wollen. Ja, wir machen ja auch viel, was wir wollen. Ja. Aber es ist ja... Aber auch trotzdem einfacher, wenn man auch ja. schon was aufgestellt hat. Wobei es sind ja jetzt auch nicht so schlimme Regeln, wo man sich denkt, Die dritte Regel, dass man bestimmte Lebensmittel vorhanden hat, die war, weil ich immer Kaffee haben möchte. Ja, und sonst haben wir eigentlich nicht so viele Regeln, dass wir einmal pro Woche einkaufen gehen. Wir haben gemerkt, Brot brauchen wir doch immer. Ja. Das war echt schlimm, wir haben jetzt kein Brot gehabt. Wir hatten jetzt schon 2 Tage kein Brot. In Amsterdam trommelt sich Michelle den Frust aus dem Leib. Jetzt ist es endlich an der Zeit, die Isolation hinter sich zu lassen. Michelle macht sich auf den Weg hinaus in die Welt. Corona-konform. Wenn man so lange alleine ist, und dann ist es schon ganz schön, wenn man dann am Wasser sitzt, die Sonne scheint, man einfach lesen kann oder Musik hören kann und beruhigt einen, auch wenn man irgendwie gar nicht irgendwie nach Beruhigung gesucht hat. Das ist trotzdem ein schönes Gefühl. Musik.
Eigentlich wollte Michelle in Amsterdam ja das Gegenteil von Beruhigung erleben. Ich habe es mir komplett anders vorgestellt. Also eigentlich hatte ich gehofft, mehr zu unternehmen, mehr zu sehen, mehr Leute kennenzulernen. Ja, ein bisschen mehr Niederländisch zu sprechen, aber ja gut. Manche in ihrer Situation würden jetzt vielleicht abbrechen und nach Hause fahren. Michelle nicht, sie will es durchziehen. Weil ich mir dann gedacht habe, okay, wenn die jetzt sagen, Freunde, es ist alles vorbei, ihr könnt wieder raus, dann hätte ich einfach nur aus der Tür gehen müssen und wäre in Amsterdam gewesen. Und ja, habe halt die ganze Zeit gedacht, okay, vielleicht wird's noch, vielleicht wird's noch. Ob ich jetzt in Deutschland in Isolation sitze oder hier? Melanie und Jonas sind heute bei Melanies Mutter zum Essen eingeladen. Hi, grüß dich. Hallo. Ich komme rein, ich hab Hunger. Du hast Hunger, sehr gut. Dann komm, ich spiel. Der Kontakt zu ihren Eltern ist den beiden immer noch wichtig. Und zum Glück ist Schweinfurt nur eine knappe Stunde von Kitzingen entfernt. Ja, ich glaube, heute ist es genau. Hi, das ist super. Guten Appetit. Guten. Einen guten. Jetzt bist du dran. Melanie und Jonas sind jetzt nicht mehr Mitbewohner, sondern werden wie Gäste behandelt. Danke dir. Das hat Vorteile. Naja, es ist halt wie immer. Ja, es ist schön, wir kriegen was zu essen. Aber wir können gehen. Das stimmt. Ich wollte das ist das Schöne, man hockt nicht die ganze Zeit aufeinander und dann kann man wieder nach Hause gehen, hat seinen eigenen Raum. Ja. Das finde ich angenehm. Es ist ihr Leben, sie sollen machen, was sie möchten und... Hast du schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Ich weiß, das nächste Wochenende kriege ich das. So hast du das gesagt. Es ist mein Leben. Nein, wir brauchen keine Unterstützung, aber wir nehmen sie gerne an. Eben. Man beschwert sich nicht. Nö. Also wenn du kommst und mir ein Bier mitbringst oder was anderes oder beim Aufräumen hilfst, dann sage ich nicht nein. Genau, oder Wäsche. Oder handwerklich, muss ich sagen, ist die Melanie bisher begabt. Also aufbauen, Regale, das ist top. Jonas, wegen so einem... Jonas hat aber das Bett repariert. Mit Büchern unterm Bett. Wir haben es dann repariert, und zwar richtig, mit dem Schraubenzieher. Ne? Ja, aber ich habe ja keinen. Ja, zum Glück. Michelle hat genug von der Containersiedlung. Sie macht einen Ausflug in die City. Mit dem Fahrrad braucht sie dafür ungefähr 15 Minuten. An und für sich ist Amsterdam halt eine super schöne Stadt. Das Feeling war halt auch da. Und wenn ich jetzt so unterwegs bin, dann ist es immer noch da. Also es ist halt, die Atmosphäre ist trotzdem hier, weil die Architektur ist super schön, so die Umgebung generell. Am Anfang war es halt nur ein bisschen schöner, weil ein bisschen mehr los war. Normalerweise wäre ich halt physisch zur Uni gegangen und hier ist halt ein Spot davon. Ist schon komisch, das hier so leer zu sehen. Also als ich das letzte Mal hier war und der Unibetrieb noch normal vonstatten ging, war hier auf jeden Fall viel mehr los. Michelle hat wegen Corona kaum jemanden kennengelernt und Sehnsucht nach Zuhause. Deshalb will sie Amsterdam nun doch 2 Monate früher als geplant verlassen. So, heute geht's zurück nach Hause und ich bin mal gespannt, wie es ist, dann wieder zu Hause zu sein. Ich bringe jetzt noch den Schlüssel weg. Jetzt geht's zurück nach Deutschland. Anfang Juni. Bei Melanie und Jonas hat sich seit unserem letzten Besuch eine Menge getan. Hier ist unser schickes Esszimmer. Und? Oh. Unser Wohnzimmer. Ja. Ist auf jeden Fall viel aufgeräumter. Dann kommt hier unser cooles Sofa hin und hier ein großer, schöner Teppich. Und es gibt weitere Neuigkeiten. Es hat sich zum Beispiel jetzt getan, dass ich meine Kündigung eingereicht habe von meiner Arbeitsstelle, dass es jetzt wirklich losgeht. Jetzt wirklich offiziell Schule. Ja, im September beginnt's. Und da wird es halt erstmal so sein, dass die Muster, die wir jetzt haben, immer noch erhalten bleiben bis zum November. Weil erst dann geht sie an die Uni und dann bin ich ganz aufgeregt darauf, was da passiert, weil da wird es ja ganz anders laufen. Dann ist sie nämlich dann morgens früher weg als ich und länger weg. Dann muss ich ja kochen und aufräumen. Da bin ich schon gespannt drauf, wie wir das einpendeln. Und finanziell wird sich ja bei uns das dann auch ändern. Das stimmt. Leider. Ja. Aber das kriegen wir auch alles hin. Genau.
Jonas wird BAföG beantragen und Melanie von Kindergeld und Studienkredit leben. Auch ihre Beziehung hat sich weiterentwickelt. Wir werden offener, also wir vorher waren wir ein bisschen klammern. Wir sind immer noch klammern, aber das war eher so, ich gehe jetzt joggen und du kannst ja währenddessen irgendwas anderes machen. Vor drei Jahren hat sie das nicht, vor drei Monaten hat sie das jetzt noch nicht so, wäre ich mitgejoggt sofort, aber jetzt denke ich mir so, okay, dann kann jetzt ich jetzt hat er keinen Bock, Internet. Dann macht er was Eigenes und so. Dann sind wir in unterschiedlichen Räumen, machen unseren eigenen Kram. Seit Anfang Juni ist Michelle nun wieder zurück in Bochum. Ich liebe halt diesen Pott-Charme. Also ich mag einfach die ganze Atmosphäre. So. Ich mag den Pott generell und Bochum ist halt so Heimat einfach. Und zur Heimat gehört eine echte Currywurst. In Amsterdam war es auch nicht so schlecht, weil also mit Frikande Spezial kann man sich auch über Wasser halten. Das hat gut geholfen. Fürs Erste wohnt Michelle wieder zu Hause bei ihren Eltern. Doch demnächst möchte sie mit ihrem besten Freund zusammenziehen und schaut schon mal nach einer passenden Wohnung in Bochum. Eine andere Stadt kommt erstmal nicht mehr in Frage. Es fühlt sich nicht so an, als wäre ich weg gewesen, weil ich ja nicht viel erlebt habe, so, wo ich irgendwie darauf zurückblicken kann. Aber es ist halt ganz schön, wieder da zu sein. Zeit, in die Zukunft zu schauen. Ich hoffe, dass in 5 Jahren keine Pandemie mehr ausgebrochen ist, dass alles wieder normal ist. Im besten Fall hätte ich dann gerne einen Master in der Tasche und dann mal schauen. Irgendwo lande ich schon. Ich würde nichts anders haben wollen. Ich habe super Familie, ich habe super Freunde. Ich wohne in einer super Stadt. Ich mache gerade das, was ich mag. So. Braucht sich im Moment nichts ändern. Bei Jonas und Melanie ist auch alles bestens. Ihr Projekt Erste gemeinsame Wohnung hat bis jetzt wunderbar funktioniert. Alle Herausforderungen haben sie gemeinsam gemeistert. Jetzt wird es Zeit, den Sommer zu genießen. So, fertig. Jetzt kann ich spielen. Aber vorher wollen wir noch wissen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellen. Wenn ich es mir so vorstelle, wie ich es geplant habe, dann bin ich in 5 Jahren mit meinem Master fertig und hoffentlich eine ausstudierte Meeresbiologin, die sich auf ihren Doktortitel vorbereitet. Und bei dir wird es wahrscheinlich so sein, dass du irgendwas mit Geschichte oder Archäologie machst. Und dann wollen wir nach Cuxhaven ziehen, erstmal in den Norden. Und ans Meer halt. Genau. Ja, und das sind halt unsere beruflichen Zukünfte und sonst halt. Dass wir verlobt sind und eine Katze haben. Dass wir glücklich sind. Eine schöne Wohnung am Meer haben. Dass wir gesund sind. Ja. So sieht unser Plan für die Zukunft erstmal aus. Das ist jetzt voll krass. Ich habe gesagt, dass es sicher ist.